Auf einem Rastplatz an der A8 bei Holzkirchen kontrolliert die Autobahnpolizei. Julian Rother fällt einem Wagen auf, dem das Kennzeichen fehlt. Schönen guten Abend. Wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da bräuchte ich einmal bitte vom Fahrer den Führerschein, Personalausweis und den Fahrzeugschein. Und von der Beifahrerin bitte den Personalausweis. Danke sehr. Ich gebe Ihnen den Pass, passt das auch? Ja, klar. Danke. So, wo kommen Sie her? Wo geht's hin? Von Berlin nach Salzburg. Urlaub? Ja, so beim Konzert waren wir. Okay. Wo ist denn Ihr vorderes Kennzeichen? Das ist schon als Verlust gemeldet worden. Naja, perfekt. Das ist es. Ich bin heute schon dreimal angehalten worden. Naja. Ich warte noch auf mein Kennzeichen. Das haben Sie es bestellt? Am Dienstag oder Mittwoch kommt es, also übermorgen. Okay. Nein, in Deutschland ist es nämlich so, da gehen Sie einfach zur Zulassungsstelle, holen sich ein neues und fertig. Na, bei mir ist es ein Wunschkennzeichen, deswegen war die Verhandlung ausgeschrieben und deswegen bekomme ich es ja. Ah, okay, okay. Okay, dauert einen kleinen Moment. Passt. Komm mal wieder. Verlust gemeldet schon am 10.09. Und in Österreich ist es so, dass es länger dauert, weil es ein Wunschkennzeichen ist. Das muss er bestellen und es kommt im Laufe der nächsten Woche. Ja, aber toll ist das nicht, weil das. Nee. Also im Radarfahrzeug ist nicht mehr ansatzweise zu erkennen, wenn was so als Kennzeichen und was für Nationalität. Mhm. Österreich. Ja, das habe ich hinten gesehen, aber was da nicht zu erkennen mit dabei, gell? Nee. Ich lasse mal durch, komm dann nochmal. In Deutschland darf der Mann nicht ohne Nummernschild fahren. Julian Rother lässt die Daten von seinem Kollegen Michael Jansky abfragen. Schönen guten Abend. Guten Morgen. Wie viel? Zwei Stück. Einmal Sie und ihn. Er ist auch Fahrer. Er war der Meinung, dass es reicht, wenn man das Kennzeichen auf den Pappdeckel schreibt. Auf dem Karton hat er das geschrieben und dann in die Windschutzscheibe reingelegt, was bei uns eigentlich nicht ausreichend ist. Ob das jetzt so rechtens ist, muss ich nochmal mit Roman abklären, weil er durch die Radarmessanlage, wenn das vordere Kennzeichen fehlt, eigentlich gar nicht erfasst werden kann. Müssen wir jetzt mal schauen, was man da noch machen kann. Eigentlich muss man sich schon sofort ein neues machen, weil du darfst eigentlich im Straßenverkehr ohne Kennzeichen nicht am Verkehr teilnehmen. Ja. Jawohl. Jawohl. Sehr gut, danke. Dreimal war der Mann bereits wegen des fehlenden Nummernschilds in einer Kontrolle. Offenbar durfte er jedes Mal mit einer Verwarnung weiterfahren. Alles ohne? Was meinst du jetzt mit dem Kennzeichen? Ja, er hat was vorne reingelegt, also rechtswidrige Absicht sehe ich jetzt nicht, aber er soll irgendwas dahinter legen, damit es da aufrecht geht. Okay. Ja, und fahren. Fahren Sie jetzt nach Österreich zurück? Ja, nach Salzburg. Haben Sie Klebeband dabei? Dabei leider nicht. Bei der nächsten Tankstelle natürlich. Ich hätte was dabei, dass man zumindest das Kennzeichen vielleicht innen an die Scheibe mitkleben, damit es aufrecht ist. Das vergessen. Ja. Eher auf der Beifahrerseite, damit nichts so man ist. Und noch irgendwie das A mit Kennzeichen für Österreich. Bis nach Salzburg darf der Mann ausnahmsweise mit dem Pappschild weiterfahren. Mal links und rechts zwei Streifen, das sollte reichen. Genau, und dann im Bereich einmal von links der Beifahrerin vorne. Oder rechts. So, oder? Genau. Genau. Das ist ein Service unsererseits. Ich habe mir das Klebeband privat beschafft, weil ich schon mehrere Situationen hatte, wo das vonnöten wäre. Ich hatte auch schon die Situation, dass das Auto nicht hätte weiterfahren können, wenn ich dieses Klebeband nicht dabei hätte. Genau, Ihre Dokumente bekommen Sie zurück. Wenn Sie das nächste Mal ins Bundesgebiet einreisen, dann nur mit neuem Kennzeichen, bitte. Nein, das auf jeden Fall. Tut super. Mir leid. Und vielen Dank. Ja, gute Rückreise. Danke. Ciao. Bis Salzburg sind es noch 120 Kilometer. Hoffentlich schafft der Fahrer die ohne eine weitere Kontrolle.